nicht mehr. Bald wirst du müde durchs Leben schreiten und ich werd's einsam im Herzen leer. Drum sag ich's noch einmal. Mein Name ist Ida Bender, geborene Hollmann. 18. Juni 1922 im wolgadeutschen Dorf Rothammel. Meine Eltern waren Dominik Hollmann, der im September 1917 in das Dorf Rothammel kam, als junger Lehrer. Meine Mutter Emilie Appelhans ist in Rothammel in der Familie eines Bauern geboren. Die Vorfahren meiner Mutter, Appelhans Nikolaus, kam mit 19 Jahren zusammen mit seiner Mutter aus Bechtheim, südöstlich der Stadt Mainz, im August 1767 nach Rothammel. Sie haben das Dorf gegründet. Die Vorfahren meiner Mutter mütterlichenseits war der Müller Heinrich Frank. Mit 24 Jahren kam mit seiner Frau Elisabeth und seinem Töchterchen auch im August 1767 aus Leidensdorf bei Trier an die Wolga. Ihnen wurde von der Regierung Russlands damals zusammen mit den anderen 29 Familien der vom Privatunternehmer de Beaufort angeworbenen Deutschen das Land zur Gründung ihres Dorfes, 70 Kilometer vom großen Fluss Wolga in der ausgebrannten kahlen Steppe angewiesen. Sie nannten ihr Dorf Rothammel, das später von der russischen Behörde mit dem Namen Panetnaya dokumentiert wurde. Die Vorfahren meines Vaters Dominik Hollmann, Michael Hollmann, 47, samt Ehefrau Katharina und dem anderthalbjährigen Söhnchen Josef, war Ackerbauer und kam 1766 aus Heilsbronn nach Russland und gründete mit anderen Deutschen die Siedlung Vollmer an der Wolga. Nachdem das Reserveland für die neuen Familien in vielen Kolonien vergeben war, schickten die deutschen Bauern mehrerer Wolga-Kolonien eine Delegation zum Zaren mit der Bitte um zusätzliches Land für Gründung neuer Kolonien. Am 4. September 1802 erschien der Erlass des Zaren. Das war dann 1852 wurde das Dorf Marienfeld mit 105 Familien, die 55 Haushalte führten, von der Verwaltung Saratow mit dem Namen Marienfeld benannt. Die Gemeinde besaß zu dieser Zeit 4.339 Desatinen Land. Dominik Hollmann am 12. August 1899 in der Stadt Kamyschen an der Wolga geboren, wurde von seiner alleinstehenden Mutter in strengen katholischen Glauben erzogen. Gehorsam, Wahrheit, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Güte. Diesen Prinzipien ist er bis zu seinem Ende treu geblieben. Er war wissbegierig, las viel und schon mit 13 Jahren stellt er sich die Frage: Was ist das Ziel des Lebens? Später in seinem Tagebuch Nummer 5 schreibt er: Jeder Mensch muss ein Ziel im Leben haben. Auch ich stellte mir ein Ziel. Mein erstes, mein Jugendziel war, Lehrer zu werden, viele Kenntnisse zu erwerben, um damit ausgerüstet meinem Volke, darunter verstand ich zunächst meine Verwandten, im Heimatdorf Marienfeld zu dienen, es aufzuklären, ihnen Kultur und Wissen zu vermitteln. Danach sah ich dieses Ziel etwas erweitert, nicht nur meinem Heimatdorf, sondern dem deutschen Volk Russlands zu dienen.
Mein Vater sollte doch Priester werden, ist so religiös erzogen. Er wurde von seiner alleinstehenden, wenig gebildeten Mutter, aber von den Priestern bis 1917 von den Priestern erzogen. Und wenn die Revolution nicht gekommen wäre, sollte er in Saratow Seminarien gehen. Aber dann kommt die Revolution. Gott hat es so reguliert. Ja? Und so gläubig in seinem Tagebuch schreibt er: Ich musste der Partei beitreten, öffentlich, aber im Innern ist der Glaube geblieben. Kaum hatte die Sowjetregierung einen festen Fuß, aber noch wackeligen Fuß sogar. Und dann hatte doch Lenin den Dekret unterschrieben, Gründung der Wolgadeutschen Kommune. Ja, das war eine Arbeitskommune der Wolgadeutschen. Das war ja die Politik von Lenin. Weil in Deutschland war 1918 noch ganz revolutionär die Stimmung. Und dann dachte er, wenn er eine Wolgadeutsche Republik, und das kann dann eine Verbindung, die Weltrevolution ja haben, ja? Und womöglich, dass das war. Und wer Stalin war, der Betreuer der Nationalitätenpolitik und der Wolgadeutschen Republik. Ja. In 1924 wurde diese Arbeitskommune umbenannt in Republik, Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen. Und die Grenzen wurden etwas abgerundet. Aber die Amtssprache war Deutsch. Und die Dokumente wurden ausgeschrieben, Geburtsurkunden oder Heiratsurkunden wurden in zweisprachig geführt. Deutsch und dann auch Russisch. Viele Lehrer nicht einverstanden waren mit der Sowjetrepublik und die wurden auf der Lehrkonferenz alle Lehrer, so schreibt er, alle Lehrer wurden entlassen. Und jeder Lehrer, der als Lehrer weiterarbeiten wollte, der musste ein Gesuch schreiben und betonen: Ich bin einverstanden mit der Sowjetrepublik und werde alle Gesetze der Sowjetunion, der Sowjetregierung befolgen. Und manche Lehrer, er hat das auch geschrieben, viele hatten das geschrieben, manche wurden auch verhaftet. Vater war eben in 23 nach Marienfeld gekommen, von Rothammel. 1923 versuchte die Sowjetregierung, die im Ersten Weltkrieg, der Revolution und dem Bürgerkrieg total zerrüttete Wirtschaft durch die neue ökonomische Politik aufzubauen. Sie erlaubte den Bauern, so viel Grund zu pflügen, wie jeder es vermochte. Dominik Hollmann war zu dieser Zeit Lehrer in Marienfeld, dem Heimatdorf seiner Mutter, in dem auch viele seiner Verwandten lebten.
Zusammen mit ihnen gründete er eine Kooperative für gemeinsame Bodenbearbeitung. Die Kooperative konnte er Darlehen vom Staat bekommen und dafür einen Traktor kaufen, den ersten im Dorf. Welch aufregendes Ereignis war das, als diese damals ungewöhnliche Maschine die Felder pflügte. Doch 1929 wurde die Kooperative von der Sowjetregierung verboten, die Bauern zwangsweise in der Kolchose getrieben. Das ganze Eigentum der Bauern wurde vergemeinschaftlicht. Die Bauern waren nicht mehr Herr über ihr Eigentum. Damit war Dominik Hollmann nicht einverstanden. Aus Protest verließ er Marienfeld, gab das Lehreramt auf, zog mit seiner Familie an die Station Avilovo. Doch die junge Wolgadeutsche Republik brauchte Lehrer und er wurde als Lehrer in das Dorf Erlenbach geschickt. Die Studienjahre waren schwer. Im Wolgagebiet herrschte Hungersnot. Viele Menschen starben den Hungertod. Auch die Studenten darbten, litten Hunger. In der Studentenkantine gab es zum Frühstück Tee und Radio, wie sie später scherzten. Und mittags dünne Suppe. Ich glaube, eine Frau war es, ich war es nicht, die Anna Paul war, die jenes Mal Institutdirektor war. Und die hat gesagt, aber wir würden Sie auch gerne nehmen als Lehrer hier. Wenn Sie mir die Wahl lassen, ich will nicht mit Papieren, mit Menschen zu tun, ich will bilden, ausbilden, ich will Lehrer sein. Gut, dann ist er Lehrer geworden. Nach dem Unterricht suchten viele Studenten Arbeit für den Abend, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Darüber lesen wir in Hollmanns Tagebuch. Ich übernahm Übersetzungsarbeiten für den Deutschen Staatsverlag. Meine gute Frau wusste, wie sehr ich an der Hochschule hing, tat alles, um mein Studium zu erleichtern. Dank der Unterstützung meiner Lebensgefährtin, der Mutter meiner 5 ältesten Kinder, konnte ich mein zweites Ziel, Hochschulbildung, erreichen. Und mehr noch, wovon ich früher im Entferntesten nicht träumen konnte, ich wurde Lehrer an der Pädagogischen Hochschule Engels. 6 Jahre dozierte ich da. 6 Jahre Lehrerarbeit an dieser Hochschule waren Jahre voller Arbeit, Arbeit mit Genuss und Vergnügen, Arbeit, die Freude brachte. 1,5 Stellen als Oberlehrer, dazu bildete ich mich weiter, las wissenschaftliche Arbeiten in Grammatik, Sprachgeschichte und Phonetik. Ich machte viele Übersetzungen für den Staatsverlag, schloss mich der Arbeit der Schriftstellervereinigung an, verfasste ein Lehrbuch der deutschen Grammatik für die deutsche Mittelschule, schrieb Gedichte, Aufsätze, die in der Presse erschienen sind. Da wurde dann die Säuberung der Kulturstätten vorgenommen. Vater kam nach Hause und sagte, wieder ist ein Lehrer, einige Studenten verhaftet worden. Und man fürchtet sich, mit jemandem ein Wort zu wechseln. Und dann wurde er einmal geholt. Ich habe jenes Mal gar nicht. Dann habe ich mitbekommen, dass die Männer fortgehen und Vater mit ihnen. Ich habe doch geschlafen, das war doch Nacht. Und dann komme ich raus und dann steht Mutter und betet. Komm, nein. Und dann hat sie gebetet, vors Bett hingekniet und gebetet und ich habe mitgebetet. Die haben Vater geholt. Das war gang und gäbe. Und die kamen und haben gesagt, Vuj Gulman, Dominik Josic, ja, Präpadavatel Instituta, ja,
verschlissen haben. So kurz. Und sagt, Mutter hat ihm geholfen in den Mantel, den Schal um den Hals. Und da sagt sie, das war meine Verabschiedung. Also den Schal um den Hals gelegt, so um den Hals. Und natürlich war er erschrocken. Mutter hat gesagt, seine Hände haben gezittert, aber sie haben sich nicht verabschiedet. So, sie sagt nur, ich habe ihm den Schal um den Hals gelegt und das war unser Abschied. Und dann sind sie gegangen. Eine Stunde oder zwei danach klopft es am Fenster leise. Musse, das bin ich. Fürchte dich nicht, das bin ich. So leise am Fenster. Und dann ist Mutter rausgegangen. Ja, und Mutter hat gleich gesagt, geh und leg dich, dass du morgen ausgeschlafen in die Schule. Ja, dass man in der Schule nichts merkt. Alle haben sich weggewandt von dir. Und wir selber haben uns still verhalten. In meiner Klasse waren dann die Wuckertsch, der war auch ihr Vater, ihre Mutter war Lehrerin im Institut, ihr Vater war irgendwas. Und dann waren die Schlegel, wir waren die Klasse und dann sind die sind ganz verschwunden. Und dann sind noch einige ganz verschwunden. Die Wuckertsch war geblieben. Aber die war dann still geworden, die hat immer im Korridor am Fenster gestanden und mit dem Rücken zu der Klasse gewandt, dass nur niemand sie anredet. Vielleicht hat sie auch geweint und wir haben sie auch nicht angeredet. Wir wussten, man muss Distanz halten. Und meine Mutter hat dann auch gesagt, du musst ausgeschlafen in die Schule gehen, damit niemand nichts merkt. Und dann kam er. Ja, und dann hat der Natschalnik von den Sicherheitsenkelbericht gebeten, hat er die Nachrichten und dann hat er gesagt, erklären Sie mir diesen Satz. Und da ist das kleine Wörtchen, der unbestimmte Artikel ein. Nicht der, aber ein. Warum wurde hier ein gesagt, aber nicht der? Kann man da einen anderen Sinn in diesem Satz verstehen? Ja, dann hat Vater das erklärt, das ist so und so, also nichts Gefährliches. Und dann, naja, hat er also weiter nichts, nur das. Und dann sage ich zu Vater jetzt, in den 80er Jahren, da mussten die dich so verhaften, so wegnehmen, das war ihren Spaß. Das war ihren Spaß. Die kamen, haben gefragt, bist du der und der? Ja, die Weiße, bei Dürfsnamen. Die hätten sagen können, zur Konsultation oder so, aber das war ihren Spaß. Dann brach alles auf einmal ab. Der grausamste aller Kriege brach aus. Grausam wegen der barbarischen Zerstörungen, wegen der allgemeinen Verrohung, der Entbehrungen, des Hungers eines vielmillionen Volkes. Grausam wegen der schreienden Ungerechtigkeit, die unserem biederen, ehrlichen, arbeitsamen Volk zugefügt wurde. Eine Ungerechtigkeit, die bis heute nicht getilgt wurde und wohl niemals vollends getilgt wird. Wir wurden allesamt von der heimatlichen Scholle verjagt, vertrieben, zu Staatsfeinden erklärt. So sind die Tage. Und dann ist das Brot ausgegangen. War ja weiter nichts. Und dann, ja, Wasser holen, das war auch an kleinen Stationen. Und dann sind ja da diese Wasserversorgung. Und dann durften zwei Männer mit den Eimern gehen und Wasser holen. Und so abfragen konnte man sich, aber nicht viel auf einmal. Und dann konnte man schon aber diese Demütigung, die Toilette in freier Steppe, und die haben da gestanden und haben gekauft. Nach Almaty kamen wir, was da diese halbwüchsigen Jungen etwas beschäftigt, dann hat er da erzählt etwas und so, und dann haben sie geschafft. Und das Ziel, das habe ich erst später dann kapiert, also die haben
geduldig Schwierigkeiten überwunden. Wir müssen das auch. Schwierigkeiten gibt es im Leben viele. Und unsere Voreltern, die kamen, die haben geduldig diese Schwierigkeiten überwunden. Und wir müssen das auch. Wir haben es jetzt schwer, wir müssen auch. Das war nicht einfach Erzählung. Das war der große Pädagoge. Und dann kamen wir an die Station Bogatol. Das ist nach Novosibirsk schon. Und da wurde ein Teil Waggons abgehängt und ein Teil ist weitergegangen. Bogatol, das ist vor Krasnojarsk, Krasnojarsk. Und da wurden wir ausgeladen, es war Nachmittag. Da gingen wir, das musste wahrscheinlich 60 Kilometer sein, bis nach Tjuchetsk-Bogatol. Wir mussten in die Tjuchetsk-Rajon, das war ein anderer Rajon, Tjuchetsk. Dann wurden wir gleich am nächsten Tag zur Arbeit eingeladen. Mein ältester Bruder hat dann auf dieser Lababrege Hafer gemäht und Vater hat erst Kartoffeln ausgegraben. Hatte man auch gesagt, er kann sich einen Sack Kartoffeln ausgraben und für die Familie, dass wir essen konnten. Und auch Kohl, das war noch nicht abgeerntet, einen Sack voll Kohl holen. Und die Hauswirtin hat dann gesagt, ihr müsst ein Pferd verlangen und nach Holz in den Wald fahren. Da war ja noch Holz, als Vater nach Hause kam. Und da sagt er, ohne medizinische Kommission einfach. Und da waren Leute dabei mit operiertem Magen und alle, nur der Kopf fehlte oder die Beine und die Hände, ja, alle werden genommen. Wurde ihm gesagt, Wäsche zu wechseln und Löffel und Schüssel und eine Decke hatte er, so eine leichte Decke. Und für wie viele Tage auch wieder das Brot. Und dann ging es fort. Und da wurde der Alfons genommen und auch der Vater. Und dann, als Vater sich mit uns verabschiedete, und dann hat er eben gesagt, du bist jetzt die Älteste, steh Mutter bei, haltet die Familie zusammen, bis ich zurückkomme. Und spricht mit den Kindern Deutsch, dass die ihre Muttersprache nicht vergessen. Und so ist er nach Ural und Vater kam in Kirovskaya Oblast. Wir hatten uns mit meinem Mann vereinbart, irgendwelche Worte. Und dann hat er erfahren, dass sie wie Kriminelle in Hinterstadtrat gehalten werden. Mit der Fuhre bis die Station Bogatol und dort in den Zug eingeladen. Ja, wir erst irgendwo dann an der Vorstadt und da kam dann, mussten wir lagern, da waren schon ganz viele zusammen aus allen anderen Kolchosen und Rajonen und dann wurden wir eingeschifft. Maria Uljanova und Spartak, zwei Schiffe waren es, die da diese Strecke gefahren sind. Und dann wurden wir da eingeschifft. Und solange wie wir da gelagert waren, waren wir in Gruppen eingeteilt. Da waren auch einzelne Männer dabei. Und das andere waren ja alles Frauen mit solchen Kindern. 12 Jahre, 13 Jahre. Wir vier, der Diener, ich, Ewald und Liederschatz. Und ein Korn und zu viert dann das. Der Diener ging am Ufer und hält am Strick das Netz, dass der Strick daran gebunden ist, an das Netz, wie jemand rudert. Und ich habe den oberen Teil mit den Brettchen, dass die Schwimmer waren. Und die Liederschatz hatte dann die Steine, der untere Teil. Und wir das Netz so beide, ich oben und sie das untere Teil, wird so rausgeworfen, so auf die Schulter
Und dann eben so, und dann musste man sich gut anstrengen. Mhm. Wir zu dritt, der Diener hatte das andere Ende, der ist so am Ufer entlang gegangen, das war weniger, aber wir mussten das ja gegen die Strömung der herausziehen. Und dann, wenn das Netz kam, und dann derjenige, der die obere Teil, der musste dann das heben, dass die Fische nicht drüber gesprungen sind, und der untere Teil hat sich runtergebeugt und hat das so rausgehoben. Und wir so. Und von dem Netz läuft das Wasser so her und so her. Und da sind wir gleich nach dem ersten Einziehen des Netzes, ist noch so weit nass. Das war so 2 Kilometer lang zu Fuß zu gehen. Und dann haben wir gearbeitet bis und dann, wenn es schon ziemlich dämmerig war, und dann hat er uns erlaubt, nach Hause zu gehen. Und das war alles nass. Hat man über dem eisernen Häfchen da im Zimmer alles dahin getrocknet, das, mit welcher Luft wir da gelebt haben. Ja. Für so viele Fische wir fangen, dafür haben wir Geld bekommen. Und für dieses Geld durften wir der Liste nach unser Brot auskaufen. Die Kinder haben weniger bekommen. Im Lager war er mit Andreas Sachs zusammen. Und Andreas Sachs, seine Frau, war Medizinerin, ich glaube Feldscherin, nicht Medizinschwester, aber Feldscherin. Und die war in Sibirien gebraucht. Und dann war die nicht in der Truppe und konnte Pakete schicken von dort. Und da war das, es ging ihm auch nicht so wohl auf, aber er hatte doch etwas. Und dann hat er meinen Vater, die haben dann zusammen in einem, da nebeneinander gelegen in der Baracke, und dann hat er mal gesehen, dass Vater eben seine Beine so geschwollen sind und diese Blut, schon blutenden, rot-blauen Wunden von der Zinga und auch der Rücken. Er kommt auf dem Rücken nicht. Dann hat er gesagt, morgen gehst du nicht auf die Arbeit, morgen gehst du hin zum Arzt. Ich habe kein Fieber. Und die haben doch den Befehl. Ich sagte, du gehst dorthin. Naja, und dann ist er eben hingegangen. Dieser Anstoß musste sein. Die anderen sind auch schwach. Und er wollte keine Ausnahme sein. Und dann ging er hin und dann hat diese russische medizinische Schwester, die Leiterin, gesagt, warum haben Sie so lange gewartet? So ein gebildeter Mensch und lassen das so weit kommen, das ist ja schon längst, wenn Sie herkommen sollen. Naja, ich hatte kein Fieber. Naja, aber Grenzen sind ja doch. Und dann kam er in diese Baracke OPP und dort war Reinhold Frank. Naja, wie Betreuer. Vater war 3 Monate in dieser OPP-Baracke gelegen und Reinhold Frank war dort. Und viele sind gestorben. Und dann sind sie aber, als die medizinische Kommission kam, und sie wurden aktiviert als untauglich. Und dann haben sie einen Zettel bekommen, Entlassung. Schon bald wurden die Männer und auch die Frauen zum Arbeitsdienst in die Trudarmee-Konzentrationslager gesteckt, wo neue Grausamkeiten auf sie warteten. Wer versuchte, nur versuchte, Protest einzulegen, wurde noch größeren Grausamkeiten ausgesetzt. Zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt. Ich war gefügig. Aber wie viele verlor ich mein geliebtes Weib, das in der Trudarmee im hohen Norden den schweren Lebensverhältnissen erlag. Kurz darauf verlor ich mein 7-jähriges Töchterchen. Um die Herzenswunden zu beschreiben, sind die Menschenworte zu schwach. Diese Periode der Ziellosigkeit, des Sich-Treiben-Lassens, währte von 1941 bis 1956.
davon die Jahre 1942 bis 1944 im Truppenarmeelager Wjat lag. Mit Skorbutwunden am ganzen Körper und äußerster Unterernährung wurde ich als Krepierling durch die Akte abgeschrieben, aus dem Lager zur Erholung zu meiner Familie entlassen, die zu jener Zeit im hohen Norden Hunger und Not litt. Ja, einen Mann, wie Vitali ihn gewöhnt war, in weißem Hemd, mit Krawatte, wie Vater in der Hochschule immer aus der Hochschule kam, solch einen Mann haben die nicht gesehen. Und da geht ein Mann in einer abgeblassten Soldatenhose und hat einen Rucksack da, so ein und eine Wattejacke über die Schulter. Ja, die haben ihn nicht gekannt. Und Vater wäre auch beinahe an den Kindern vorbeigegangen. Und naja, doch haben sie sich erkannt. Dann ist er nach Hause gegangen. Und in dieser Zeit, ja, waren eben die drei, Mutter und die zwei Kleinsten, waren da. Und sein Urlaubstermin war abgelaufen. Und dann musste er gleich zum Kommandanten und musste eben sagen, ich bin jetzt gestern angekommen und mein Urlaubstermin ist abgelaufen. Da hat er gesagt, das kann ich nicht, der Kommandant. Da musst du nach Duruchansk fahren, ins Rajonzentrum zu dem Hauptkommandanten. Ja, habe er sich aufgemacht, hat er Mutter mitgenommen. Hatte er geglaubt, naja, erstmals vielleicht zu dem Arzt. Dort gibt es doch einen Arzt. Dort gab es eine Klinik. Als er dorthin kam und bei den Kommandanten, und dann hat er gesagt, geh und bleib bei deiner Familie. Hier ist auch Truppenarmee und so wie du bist, kommst du nicht mehr lebendig dorthin in Kirovskaya Oblast, bleib hier. Also die Erlaubnis gegeben, dass er bei uns bleiben kann. Naja, und dann ist er eben zum Arzt gegangen mit meiner Mutter und die haben gesagt, ja, so im Vertraulichen, ein Winter wird sie kaum wohl überleben hier. Und ist er nochmal zum Kommandanten, hat ihm das vorhin, hat er gesagt, ein neues Herz wird ihr doch dort nicht eingestellt und sei froh, dass sie dich bei deiner Familie lassen, dass wir dich nicht wieder zurückschicken. 1945, Neujahr, kaum ich hatte ich drei Tage. Und dann, die Mutter war in, die Vater hatte sie einmal hergeholt nach Isku und dann wurde es ihr wieder schwächer und dann hat er sie wieder hingebracht nach Imbatski ins Krankenhaus. Und zu Neujahr eben dort. Und dann, was machen? Da stand ich jetzt zu Mutter. Also ein Tag hin, ein Tag dort und den anderen Tag zurück und dann hätte ich wieder fort. Und dann hätte ich für die Familie gar nichts. Es war mir ungemein schwer und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Papa, nun was soll ich machen? Mutter musste Besuch werden, ja. Vater war zu schwach, er konnte den Fußweg nicht machen. Ewald hatte auch von Jagd drei Tage frei, wieder zurück, nicht. Vitali war beinahe 14 Jahre alt. Jetzt denke ich, mit 14 Jahren würde ich einen Jungen nicht so weit vorziehen, die 17 Kilometer allein auf dem Jenissee schicken. Und manchmal habe ich Gewissensbisse. Und doch, wir haben uns beraten, da waren alle zusammen, was machen. Mutter muss besucht werden. Und wir hatten da etwas vorbereitet, so ein bisschen Gebäck oder was. Und unsere Grüße und es geht. Und ich bedauere eben, und dass er hin, haben wir Vitali geschickt. Er ist hingegangen und war einen Tag dort bei Mutter. Und dann zurück und
Bei Mutter war die Kinder die auf ersten Platz, die Sorge um die Kinder. Und ich musste hier, die waren so heruntergekommen, auch Vater. Und die Kleidung, es war ja nur einmal zu wechseln. Und das war die Strümpfe und Gott im Himmel und verlaust und waschen und etwas zusammenfliegen. Und am anderen Tag, am dritten Tag sind wir wieder fort. Und Vitali kam am dritten Tag und dann am nächsten Morgen bin ich fort, wieder mit der Fuhr. Und naja, Mutter hat es verstanden, ja. Und es geht ihr besser, ja, hat sie gesagt, im Frühjahr werde ich zurückkommen und so. Aber im Februar, am 17. Februar, ist sie verstorben. Die Eingabe war als Lehrerin und bis ich habe in dieser Zeit geheiratet. Und dann im September, Anfang September, kam die Einladung von Turuchansk, dass ich bestimmt bin als Lehrerin. Und dann sind wir, Benders Familie, die Schwiegermutter und die Schwägerin, die 9 Jahre alt war, und der Rudolf und ich, hergezogen nach Iskup. Und da war ich ein Jahr Lehrerin. Und Vater hat mir natürlich viel geholfen. Und ich habe ihm die Gesangsstunden zusammengelegt, haben wir zwei Klassen da. Und da war der Varvara, ihr Sohn, die ehemals Bäckerin war. Und der hatte Hausaufgaben nicht mehr gemacht. Er war in der 4. Klasse und hat überhaupt keine Aufgaben mehr gemacht. Und dann hat Vater ein paar Mal eben da so, du musst die Hausaufgaben machen und so, und dann, du Faschist, du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Und dann wollte Vater mit der Varvara, mit der Mutter sprechen, und da hat die gesagt, überhaupt werde ich nicht mit dir sprechen, du Faschist, und so weiter. Und dann kurz darauf kam auch, wahrscheinlich hatte sie irgendwo, naja, die hatte ja den Kommandanten, dem sie alles zugetragen hat, kam dann Inspektion. Und ja, bei mir waren sie, da hatte ich gerade eine Mathematikstunde und da hatte ich Rechenbretter mit von der Buchhaltung und von der Verkäuferin und so auf jede Patte Rechenbretter her, und das Rechenbrett ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich eben diese Stunde da hatte. Die kamen so unverhofft. Und ja, die waren zufrieden, ja, aber ich sollte weiter studieren, haben die das mir auch gesagt, und das Lesen und das Schreiben, das war ja normal alles. Und aber Vater wurde gesagt, sie werden weiter nicht arbeiten, sie können bei uns nicht weiter arbeiten, Varvara ist dagegen. Und sie ist eine Frau, ihr Mann hat sein Blut vergossen an der Front für uns. Aber Terskoje, das war so 12 Kilometer oder 8 Kilometer von Kansk entfernt, ein Dorf. Und da gibt es eine 7-Klassenschule. Dann konnte er als Deutschlehrer Fremdsprache vortragen. Und im Dorf natürlich konnte er auch Wohnung bekommen. Und Olga hatte auch gesagt, dass er manchmal auch andere Lehrer ersetzt hatte, Geografie, andere Lehrer, auch Russischlehrer, er konnte es ja. Naja, und da hat er wahrscheinlich 2 Jahre bis 55, bis die Kommandatur runtergenommen wurde. Schon 8 Jahre war der Krieg zu Ende, aber wir Deutschen waren unter strengen Kommandaturaufsicht. Wir Jungen träumten aber auch von Liebe und Glück, heirateten und brachten Kinder zur Welt. Doch bevor ein solches Kind eine Geburtsurkunde bekommen konnte, musste die Mutter zum Kommandanten gehen mit einem Gesuch. Ich bitte, mein neugeborenes Kind in die Liste der Verbannten einzutragen. So waren unsere Kinder von Geburt an als Verbrecher, Spione und Diversanten gestempelt.
meinen unaussprechlichen Schmerz diesbezüglich teilte ich meinem Vater mit, und so entstand das Wiegenlied. Und auch du in deine Wiege trägst schon diesen Fleck. Wiegenlied einer sowjetdeutschen Mutter. Schlaf, mein Kind, mein lieber Knabe, dunkel ist die Nacht. Nur der Mond am Wandersstabe hält allein noch Wacht. An dem schönen Wolgastrande waren wir zu Haus, doch man trieb mit Schmach und Schande uns von dort hinaus, malte unseren schwarzen Flecken auf die freie Brust, mussten leiden Gräuel und Schrecken, Kummer und Verdruss. Jeden Sowjetdeutschen nennt man Diversant, Spion. Schlaf, mein kleiner deutscher Landsmann, schlaf, mein lieber Sohn. Und auch du in deine Wiege hast schon diesen Fleck, denn trotz aller großer Siege niemand wischt ihn weg. In dem großen Sowjetlande jedem blüht sein Glück. Du allein bleibst ein Verbannter, denn zum heimatlichen Strande darfst du nicht zurück. Viele schöne Worte sagt man einst auch dir, mein Sohn. Doch solang den Fleck wir tragen, ist ein schnöder Hohn. Schlaf, mein Kind, beim Silberscheine, bist noch klein und schwach. Weiß noch nicht, warum ich weine, nichts von Hass und Schmach. Wachse, Kind, straff deine Sehne, sei kein stummer Knecht. Denk an deine Mutter Tränen und verlang dein Recht. Weiter schreibt Dominik Hollmann in seinem Tagebuch. 12 Jahre Nacht und Dunkel, Hunger, Elend, Rechtlosigkeit, Unterdrückung, Schmach. Unter aller Menschenwürde lebten wir.